Glückwünsche und Umarmungen für den Neuen an der Spitze der Berliner Piratenpartei. Der Musiker Bruno Kramm setzt sich gegen Gerwald Klaus Brunner und Franziska Jentsch deutlich mit 65% der Stimmen durch. Der Aufstieg der Piraten begann in Berlin. Wir dürfen uns nicht einschüchtern lassen von den Rufen außerhalb Berlins, in dem sie nicht leben, das ihnen aus der Ferne fremd erscheint, weil sie Berlin nur als touristische Attraktion kennen. Bruno Kramm ist kein Unbekannter. Der Musiker, Musikproduzent und Politiker trat für die Piraten bereits bei der Bundestags- und Europawahl an. Jetzt muss er den Berliner Landesverband konsolidieren, der nach Rücktritten und Austritten Federn gelassen hat. Beschwörungsformeln. Eure Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus gibt es immer noch und die ist auch für euch weiterhin da und ansprechbar. Den aufmüpfigen Geist von früher können die Reden aber nur schwer beschwören. Für die neu zu besetzenden Ämter finden sich kaum Kandidaten. Bis jetzt will niemand Schatzmeister werden. Gelungen dagegen, mit dem heutigen Tag gibt es im Netz eine ständige Mitgliederversammlung der Piraten. Während in ganz Deutschland überall noch mit Briefwahl Basisentscheide gemacht werden, haben wir die Möglichkeit, jederzeit von jedem Ort aus zu jedem Thema sehr, sehr schnell wirklich gemeinsam zu entscheiden. Und ich denke, das ist ein riesen Quantensprung für die Partei. Den braucht sie auch, denn bereits 2016 wird in Berlin gewählt und die Umfragewerte der Piraten liegen derzeit deutlich unter 5%.